Heute habe ich wieder ein ganz spannendes Video. Den Abschnitt, den wir heute gemacht haben, der war so spannend. Nee, das ist mal ganz im Ernst. Asylum. Ja. Seht selbst. Hoppa mal, das jetzt klappt. Mhm. Ah, es hat geklappt. Okay, es... Naja, vorher hat es auch geklappt. Hallo, 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 hallo. Ich höre dich. Kann mich jeder hören? Ich ja. Und du? Hallo? Hallo? Okay, du kannst mich hören. Der Geist heißt Richard Taylor, nicht Patricia. Ich habe was Wichtiges vergessen, ich habe keine Sanity Pills dabei. Wir werden unglaublich qualvoll sterben. Cool. Also, finde einen Raum unter... Ja, hört sich geil an. Bin amazed. Also, Raum unter 10 Grad Celsius mit dem Thermometer. Machen Sie Foto vom Geist. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Ach, wie schön, dass ich keinen Bewegungssensor gekauft habe. Ich nehme Thermometer... Ich wollte gerade sagen, ich nehme den Thermomix mit. Also, ich habe starke Taschenlampe, ich habe Thermometer und ich nehme mal das Mikrofon mit. Okay. Warte mal, sag mal was über das Funkradio, ich will mal den Hall hören. Das ist auch irgendwie cool, ne? Wow, das hört sich aber mega geil an. Also, ich habe bisher noch keine niedrige Temperatur, wenn wir Glück haben, finde ich es gleich. 13 Grad, nee, ist immer noch viel zu nah. 13 Grad, 14 Grad, nee, das ist immer noch zu hoch. Die Sprachfunktion ist mega geil. Genau auf dem Klo, da ist bestimmt der Horror. Gibt's noch einen Keller? Ich weiß gar nicht. Bei mir ist alles gut. Die Temperatur ist auch noch in Ordnung. Also sobald unter 10 Grad mir bitte Bescheid geben. Oder uns bitte Bescheid geben. Funkknopf länger gedrückt halten. Ja, ja. Nein, wir sollten uns mehr aufteilen. Oh, da ist ein Aufzug, der funktioniert aber nicht. Ich hab hier auch eine Tür gefunden, die... Ah! Hi! Wer funkt denn da so wild? Was? Was hast du? Chris, was? Ich hatte gerade eine Tür, aber da ist die reingegangen. Ja genau, im Klo. Das ist der Horror-Bereich schlechthin. Wir müssen uns mehr aufteilen, weil das Asylum ist riesig. Hi, Chrissy. Ja, ich höre im Funk nicht mehr. Da kann ich doch mal auch nichts machen. Oh je, das wird voll, toll. Das wird toll. Naja, ist blöd, wenn die mich halt im Ding nicht mehr hört, im Funk. Aber das Blöde ist halt, wenn man zu zweit halt fast so die Wege entlang geht. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ah, okay, ich habe, glaube ich, wollte gerade sagen, Sicherungskasten gefunden. Nee, habe ich nicht. Ihr hört, die Zeit ist nächster Geist. Wir müssen halt auch drauf reagieren. Ja, ohne Sanity ist die Anstalt schwer, das glaube ich. Aber wir haben zumindest einmal ausprobiert. Danach können wir gerne wieder eine leichtere Map machen. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Ja, also Umkleideraum ist hier nichts. Alles noch normal. Ja, allgemein nichts Ungewöhnliches bisher. Darum heißt auch Teamgröße 4. Und wahrscheinlich jeder mit einem Thermometer equipped. Uiuiui, das ist ein... Ich hoffe, wir haben keinen Babygeist. Das wäre blöd. Also ich habe keinen Raum... Also ich habe keinen Raum gefunden mit unter 10 Grad. Ich bisher auch noch nicht. In den Keller gucken und warten, bis man ein leises Telefon hört und damit... Ja, genau. Wenn man Telefon hört, dann ist ja der Geist in der Nähe. Das ist gut. Das war ja auch bei der Schule so. Ich bin lost. Nee, ich bin echt lost. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Chris gefunden. Schön! Okay. Ah, warte, 14 Grad. Aber schön wäre zu wissen, ob hier irgendwo ein Sicherungskasten ist. Nee. Das Blöde ist, ich habe halt jetzt nichts dabei. Außer jetzt das Mikrofon. Und die Taschenlampe. Was? Atemwolken? Was? Wo? Geist-Encounter! Ich hab safe keine Sanity mehr. Safe keine mehr. Der Geist fängt langsam die Jagd an. Also, Geist! Geist. Hast du gefunden? Der war, glaube ich, im oberen Stockwerk bei mir. Ich habe laute Schritte bei mir gehört. Keine gute Idee. Also jede 20 Sekunden greift er jetzt an. Alles klar. Halt, warte. Warte mal, ich habe gerade 11 Grad gehabt.
Der wird aggressiver. Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Ich habe kurzzeitig 2 Grad gehabt. 2 Grad hattest du? Ja, ich habe, glaube ich, den Raum gefunden. Ich habe gerade wie ein Miau gehört. Ein Miau? Yep. Komm mal runter. Ich habe gerade extra keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt bin. Ja, also zumindest ich bin in der Rezeption. Oder wie jetzt? Wie komme ich da wieder hin? Das ist eine sehr gute Frage. Bist du im Truck wieder? Yep, ich bin im Truck. Toll, bin ich das Einzige, der im Asylum ist? Dankeschön. Auf der Karte, kann das sein, dass der Grüne du bist? Jo. Also wenn du aus dem, bitte nicht so auf die Funktaste drücken, wenn er in der Nähe ist. Also wie komme ich raus jetzt? Siehst du mich gerade auf der Karte? Ja, also du müsstest aus der Tür wieder raus und dann dementsprechend, ja, wie du schaust, müsstest du, also wenn du geradeaus schaust, müsstest du links und dann nochmal nach links. Also ich gehe jetzt geradeaus. Ja, ich guck mal, ob sich hier was bewegt, sieht aber nicht so aus. Hallo? Hallo? Aber ich höre dich, ich höre dich. Ah, ich hab dich gar gehört. Minus 200 Grad gehabt, alter Falter. Das ist mein Tens. Okay. Verschwindibus. Ich habe gerade kurz ein minus 6,5 Grad gehabt und wie jetzt weiter? Jetzt nochmal nach links. Da geht's aber runter. Ah, da geht's runter. Lotst du mich hier in den Tod oder was? Oder war ich gerade in der oberen Etage? Ich werde hier niemals mehr rausfinden. Die Richtung bleiben und dann kannst du rechts abbiegen gleich. Ja? Und dort kämst du in den Keller. Was wie jetzt? Wo ja. Keller? Da geht's rauf. Ja, da geht's. Ich habe hier so ein grünes Zeichen auf der Karte. Ja? Heißt das, dass dort der Geist war? Grün bin normalerweise ich, der sich bewegt. Ja, ich habe jetzt hier so ein grünes, entweder Quadrat oder sonst was habe ich da auf dem Ding. Du bist ein grüner kleiner Ball, bist du. Chris, frag mal, wie ist meine Sanity? Ist sie auf 0? Deine Sanity ist momentan. Aber ich habe das Gefühl, dass der Geist einen Stockwerk tiefer ist. Du warst in der Nähe von dem Geist gewesen. Das kann sein. Also ich werde auf jeden Fall sagen, nach der Runde mache ich eine ganz kleine Klopause. Ja, ich wundere mich immer noch, dass ich lebe. Okay, I'm alive. Sanity bei 10%. Was, bei 10? Ist es sicher, dass ich bei 10 bin?
Also, meine Sanity ist bei 10. Alter. Aber ich werde hier nicht mehr lebend rausfinden. No, never ever. Wir könnten auch einfach die Map abschließen. Dann verliere ich keine Gegenstände. Wären wir fast sogar lieber, als wie, dass ich jetzt gefühlt $500 verliere. Also, wo ist Ausgang? Hallo, bitte. Also geradeaus. Weiter. Ja. Immer geradeaus, bis du eine Wand kommst. Mhm. Das ist eine Wand. Okay. Alter, siehst mal, wie viele Räume wir noch nicht durchsuchen. Dann geht's recht. Alles klar. Und jetzt? Jetzt links. Da fahre ich doch schon. Dann geradeaus, weiter geradeaus. Ich sehe ein Licht. Hallo. Hi, wo geht's raus? Rechts, hier nach. Ist den Weg abgewischen. Ah, schon, ich habe Pfote gefunden. Ah, okay. Also, der Geist hat mich gefühlt versucht, 8-mal anzugreifen. Oder 10-mal. Ich hab's mitgekriegt, ja. Lackern. Schritte. Ich glaube, sie ist oder der Geist. Ah! Fan, danke dir für einen Follow. Toll, wenn sie jetzt stirbt, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein gewaltiges Problem. Okay. Bist du noch am Leben? Gesicht, sie ist draufgegangen. Hallo? Ah, sie lebt doch. Fan, hi! Ja? Ja? Ah, jetzt kenne ich mich wieder aus. Ich kenne mich wieder aus. Ganz ehrlich, wir schließen die Museen einfach ab. Ich habe keinen Bock, $500-$600 an Sachen zu verlieren. Oh nein, ich glaube, ich habe mich auch verlaufen. Oh, nicht schon wieder. Nächste. Nee, wir sind soweit eigentlich schon richtig, glaube ich. Lackert. Das ist blöd jetzt. Also ich weiß ja, da war die Küche. Das waren nur ein paar Meter und dann rauskommen aus dem Asylum. Das war nur eine Tür und dann bist du im Van gewesen. Also bei uns schaut es gerade nicht rosig aus. Aber wie hast du das überlebt? Keine Ahnung, komm mit. Ah, ich glaube, da geht's raus. Ja, da geht's raus. Den Ausgang gefunden. Oh, Demian, hi. Alter, wir... So, raus. Alter, hey. Ja, sehr gut. Meine Sanity ist bei 1%. Null, okay. 0%? Uiuiuiuiui. Jetzt bin ich bei 0. Aber wir haben einen Raum von... Weniger als 10 Grad Celsius. Also, das würde heißen, wir kriegen zumindest $10. Weil ich würde einfach sagen, wir schließen die F-Mission einfach ab. Okay, können wir gerne machen. Oder will noch jemand da reingehen? Nein. Dann schließe ich ab. Nee, muss nicht unbedingt sein. Hey, Richard! Jetzt zeig dich einmal noch einmal. Ah! Richard! Okay, ich gehe auch jetzt nicht mehr rein. Kommst du rein, dass wir abschließen? Ich habe nämlich keine Lust gehabt, dass ich jetzt meine Gegenstände verliere. Und es war... Welcome back. Ein... I've got some jobs ready for you. Dämon. Lulz war ein Dämon. Oh, ich habe $10 bekommen. Ein Dämon, lol. Ja, und das war unsere Phasmophobia-Runde im Asylum. Ja, ich persönlich fand's langweilig. Aber Asylum ist halt auch so riesig. Haben vielleicht nicht das ganze richtige Equipment dabei gehabt. Den Geisterraum nicht rechtzeitig gefunden, etc. Aber es war mal cool, mal den Riesenbereich zu sehen und
Laut dem Entwickler kommen ja noch mehr Maps, was ich in der Roadmap gesehen habe, beziehungsweise im Discord. Soll ja ein Gefängnislevel noch kommen, mehr Geister-Equipment. Das wird noch cool. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke ich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.